Willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Wir sind immer noch weit weg von zu Hause, fernab von unserem trauten Heim, mitten in der Natur, mitten in der Wildnis, im Unbekannten und erforschen unsere Welt, ja, in Live in the Woods. Haben uns hier in der Höhle oder in so einer, ja, Schlucht würde ich jetzt nicht sagen, aber in so einer Senke halt vorübergehend niedergelassen. Ein Schwein leistet uns gerade Gesellschaft, ein Enderman rennt da oben auch noch ein bisschen rum, den lassen wir aber jetzt in Ruhe. Unser Ofen hat für uns gearbeitet und uns ein bisschen Eisenbarren zur Verfügung gestellt. So, das Bett, ich weiß gar nicht, lassen wir das jetzt hier stehen, weil wir müssen ja jetzt weiter. Denn wir haben ja heute was vor. Ich habe das ja letztes Mal, glaube ich, angekündigt, dass wir heute unsere Schlucht besuchen wollten. Hier ist unser Lager und dort ist die Schlucht. Da sind wir ja schon vorbeigekommen. Wir haben uns ja dieses rostige Haus am Rande des Schneebioms angeschaut und... Betten. Gucken wir mal gerade in unseren Rucksack rein. Übrigens kann man... Mal gerade schauen, welchen Rucksack müssen wir denn jetzt eigentlich nehmen? Also der ist brechend voll. Da scheint mir jetzt allerdings auch kein Bett mehr drin zu sein. Ich würde sagen, wir lassen... Hier ist noch Marmor. Das können wir wahrscheinlich noch reinpacken, genau. Ein bisschen müssen wir hier noch aufräumen. So ein paar Sachen sollten wir vielleicht noch wegpacken, wenn das möglich ist. Auch das Eisen... Oh, hier passt nichts mehr rein. Es ist brechend voll. Was wir mal eben machen können, ich glaube, den Ton, den können wir ein bisschen platzsparender anordnen. Mal eben schauen. Dafür haben wir jetzt unsere Crafting-Truhe hier, wo wir das gerade mal eben ausnutzen können. Wenn wir 4 zusammenpacken, haben wir ein... Und das können wir nicht mehr zurückverwandeln. Das ist ja doof. Hat man das einmal verwandelt in diese Form, kann man das nicht mehr zurückverwandeln in diese einzelnen Tonbestandteile. Deswegen bin ich da jetzt doch ein bisschen vorsichtig und würde das lieber gerne doch so lassen, wie das jetzt ist. Also wieder rein mit dem Ton. Schade, schade. Ich hatte gedacht, bei vielen Items geht das ja, dass man die dann in ursprünglichen Zustand zurückverwandeln kann. Hier geht es leider nicht. Das heißt, es bleibt dabei, dass der Rucksack brechend voll ist. Dieses dicke Schreibbuch können wir eigentlich auch mal wegpacken. Aber wie dem auch sei, dieser Rucksack ist voll. Den brauchen wir auch nicht mehr auf den Rücken zu packen. Wir können aber diesen roten Rucksack mit Shift B uns auf den Rücken schnallen. Und mit B können wir auch direkt da reinschauen. Das ist übrigens, das wusste ich bisher gar nicht. Habe ich von einigen Spielern jetzt als Tipp bekommen. Mensch, drück doch einfach mal B, das ist viel einfacher. Dann kannst du den Rucksack auf den Rücken lassen und deine Items trotzdem dort reinlegen. Und das machen wir jetzt auch. Wir nehmen Eisen, packen das da rein. Lehmziegelstufe, genau, die haben wir, glaube ich, von dem Haus mitgenommen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle, wobei die könnten wir eigentlich sehr nett für Fackeln verwenden. Machen wir mal so ein paar Fackeln hier. Müssen jetzt nicht viele sein. So, 12. Bisschen Kohle haben wir jetzt im Rucksack. Holen wir mal ganz kurz raus. Und machen uns ein paar Fackeln, dass uns hier nicht das Licht ausgeht. Und wieder B drücken. Oh, das ist echt mega praktisch. Das wusste ich wirklich nicht. Diese Schere lassen wir einfach mal im Inventar. Der Bogen ist auch noch im guten Zustand. Eigentlich sind wir ganz gut gerüstet. Pflasterstein kommt weg. Da zieht Pflasterstein. Diese ganzen Pflastersteine können wir eigentlich wegpacken. So. Dann denke ich, können wir aufbrechen. Der ist noch leer, der hellblaue Rucksack. Und die beiden braunen sind auch noch leer. Der gelbe ist voll. Und der rote ist auf unserem Rücken. So, essenstechnisch. Gut, essenstechnisch müssen wir jetzt doch noch einmal auf den gelben Rucksack zurückgreifen. Und uns mal 4 Burger da rausholen. Dann kann der aber auch schon wieder weg. Und kann noch mit einem neuen Item nachher gefüllt werden. Jetzt aber noch nicht. Jetzt geht es erstmal Richtung Schlucht. Wie gesagt, das Bett lassen wir stehen. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht noch eben schnell ein neues Bett craften. Ganz kurz nochmal den Rucksack gezückt. 3-mal Schafswolle rausgeholt. Und umgecraftet. Mit dem letzten bisschen Holz, was wir jetzt hier im Inventar haben. An die Rucksäcke gehen wir jetzt großartig nicht mehr ran. Aber dieses Bett im Inventar... ist sicherlich sehr gut. Und jetzt geht es los. Auf dem Weg zur Schlucht. Wir müssen uns rechts halten. Immer unser Schwert gezückt, da wir durch unbekanntes Land gehen. Wir wissen ja nie, was uns erwartet. Aber genau das macht es ja so spannend. Hier gehen wir nochmal eben ganz kurz rein. Kann mich gerade nicht erinnern, ob wir hier schon mal waren. Also kann gut möglich sein, dass wir hier schon mal gewesen sind. Noch mehr Marmor. Ich kann Marmor immer nicht so gut sitzen. Einfach so links liegen lassen.
Ein bisschen Marmor nehmen wir nochmal mit. So, das reicht dann jetzt aber auch. Das nehmen wir auch noch mit. Manchmal hat das ja auch den Vorteil, dass man ganz unverhofft irgendwas sehr Interessantes aufdeckt. Was mir im Moment noch ein bisschen in meiner Erfahrungssammlung persönlich fehlt, sind irgendwelche super tollen Spawner, die in irgendwelchen Höhlen versteckt sind oder im Höhleneingang. Also Höhlenforschung ist ja jetzt nicht so primär auf dem Programm, aber wenn man doch am Rande mal irgendwas mitnimmt in diese Richtung, ist das selbstverständlich immer sehr schön. So, Erde. Mit Erde können wir uns jetzt nicht gerade brüsten. Wir haben überhaupt keine Erde, das stelle ich gerade fest. In den Rucksäcken natürlich schon. Also sollte auf Dauer wieder erwarten, der Platz mit all unseren Rucksäcken doch etwas zu eng werden, dann können wir immer noch Erde wegwerfen und sicherlich auch noch andere Dinge, die wir dann nachträglich als unwichtig erachten. Aber im Moment geht es uns sehr gut. Wir haben gutes Werkzeug, wir haben gute Waffen. Es ist ein wunderschöner Tag, es regnet nicht, es sind keine Monster da. Gesundheitlich geht es uns gut, wir haben genug zu essen und sind halt auf dem Abenteuertrip. Ich persönlich denke auch immer, man muss gar nicht immer so viel sofort finden. Es ist auch manchmal ganz schön, einfach nur durch die Lande zu streifen. So, jetzt müssen wir aufpassen, wir sind direkt an der Schlucht. Und ich überlege mir jetzt gerade, wie wir da jetzt heile runterkommen. Runterspringen ist ausgeschlossen, geht also absolut überhaupt schon mal gar nicht. Wir können jetzt nur hoffen, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo es ein bisschen nach unten geht, wo man vielleicht in so einer Art Treppenstufe da runterkommt. Wir gehen einfach ein Stückchen mal die Schlucht entlang, aber hier hört sie dann auch schon auf, beziehungsweise geht dann unter die Erde in der anderen Richtung genauso, also das sieht übel aus. Dafür müssen wir uns so eine Art Treppensystem bauen. Da hinten ist es tiefer. Also macht es Sinn, auch da drüben anzufangen. So, wie sieht denn das hier aus? Also ein bisschen was aufgraben hier. Gehen wir hier erstmal runter, stellen uns hier mal hin. Mal sehen, wie wir hier jetzt runterkommen. Also das sieht jetzt schon mal nicht ganz schlecht aus. Okay, das sieht schlecht aus. Wie sieht es denn in dieser Richtung aus? Oh, Eisen. Ich will Eisen. Gebt mir Eisen. Hittischa! Na, das geht doch. Oh, es heilt schon ein wenig. Gibt's hier viel. Meine Güte. Ich glaube, da unten ist Marmor, sogar richtige Marmorblöcke. Die habe ich noch nie in freier Wildbahn gesehen. Du? Also ich nicht. Okay, wir nehmen erstmal das Eisen mit. Das ist erstmal wichtig, dass wir das mitnehmen. So, Eisen haben wir jetzt schon jede Menge gesammelt. Und weiter müssen wir runter. Selbstverständlich. Wir könnten natürlich jetzt auch noch mal eben auf die andere Seite gehen und uns das andere Eisen hier einverleiben. Aber ich glaube, das lassen wir einfach mal sitzen. Auch wenn es mich etwas schmerzt. Ich kann es immer nicht so gut sitzen lassen. Das weißt du ja inzwischen. Das ist inzwischen bekannt. Aber ich glaube, wir müssen hier mal über unseren Schatten springen. Wenn wir das jetzt noch alles einsacken wollen. Machen wir mal hier drüber. Ich meine, eigentlich können wir es ja mal versuchen, oder? Wird schon wieder dunkel, kann das sein? Huch, huch. Huch. Meine hat noch den Vorteil. So. Eigentlich hat es ja gar nicht so lange gedauert jetzt. Muss mal so ein bisschen hier absichern. Runterfallen kann ja schneller passieren, als man denkt. So, hier setzen wir erstmal eine Fackel hin. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Komplett hier mal zur Orientierung. Vorsorglich ein paar Fackeln. Auch eigentlich können wir das Bett hier auch hinstellen jetzt, oder? Vorübergehend unser Bett und uns erstmal hinlegen. Ich denke, bei Tag macht es dann doch mehr Sinn, hier durch die Gegend zu laufen. Also was ich an Life in the Woods einfach total toll finde, dass die Stimmung im Vergleich zu anderen Mods, die ich inzwischen auch hier und da mal gespielt habe,
dass einfach die Stimmung hier mega ruhig ist. Man hat irgendwie die innere Ruhe, wenn man hier spielt. Weil alles so, ja, ich will nicht sagen harmonisch ist. Natürlich gibt es hier auch Monster, das wissen wir ja. Aber trotzdem strahlt dieses Spiel, diese Mod-Variante, irgendwie eine Ruhe aus, die mir persönlich recht gut gefällt. So, jetzt haben wir unsere gesamte Erde schon wieder verbraten. Aber wen kratzt das schon? Also wenn wir zurückkommen, sind wir so reich gesegnet, zumindest was die Standardrohstoffe angeht. So, wollen wir noch ein bisschen Stein verbraten. Was haben wir mit diesem ganzen Rhyolith, Rhyolith-Pflasterstein? Was sollen wir damit? Haben wir genug von zu Hause. Ist jetzt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt etwas Besonderes. Das heißt, ich muss das jetzt, ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt sammeln. Kohle ist ja immer gut, das wissen wir. Ob wir an das Eisen auch noch rankommen. Komm, wir verbraten jetzt alle unsere Rhyolithsteine. Rhyolithsteine. Und gehen hier auch nochmal lang. Also diese Schatten in der Höhle, diese Sonnenstrahlen, sieht ja auch interessant aus. Ist, glaube ich, nicht ganz realistisch, weil die Höhle ja komplett im Dunkeln liegt. Und die Sonne da eigentlich aus diesem Winkel gar nicht rein kann, aber das macht den Shader dann eben doch interessant. So, hier meine Fackel hingesetzt. Hm, auch gefährlich das Ding. Oh, der erste Zombie brüllt aus der Ferne. Naja, wo es dunkel ist, sind die halt, ne? Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht erwarten, da unten in die Höhle zu kommen. Also wenn einem diese Rohstoffe so entgegenlachen, wirklich so offensichtlich, ohne dass man sucht, dann kann man die eigentlich nicht sitzen lassen, oder? Huch, was sind das hier für Geräusche? Dieses Hallen ist immer sehr stimmungsvoll. So, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Und wo ein bisschen ist, ist auch ein bisschen mehr. Wie man hier wieder feststellt. Zack. Und raus. Zack und raus. Nein, da gehen wir nicht rein. Nein, 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 nein. Wir machen das jetzt hier weiter. Bei Tageslicht. Oh Mann, hier möchte ich auch nochmal runter, ne? Ob wir einfach mal runterspringen? Wollen wir das Bett jetzt mal abreißen? Oder wollen wir das sitzen lassen? Ich meine, wenn wir jetzt runterstürzen, ne? Wenn wir jetzt runterfallen, dann kommen wir wieder am Spawnpunkt raus. Ich glaube, um das Risiko ein bisschen zu minimieren, lassen wir das Bett einfach mal sitzen. Auch nicht schlecht. Mitten in Eisen reinfallen hat auch was. So. Oh, ist das eine dunkle Höhle. So, jetzt müssen wir gucken. Das sieht gut aus. Zack. Immer weiter runter. Wie tief ist es denn jetzt noch? Ja, man könnte schon fast überleben. Oh, Zombie gestorben. Also wenn man jetzt von hier aus runterspringen würde, könnte man schon fast überleben, aber wir sind ja nicht lebensmüde, also so ein großes Risiko wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt zu sterben. Zack. Und nochmal weiter. Auf diesem Marmor sind wir jetzt. Nee, Entschuldigung. Ist gar kein Marmor, ist Kreide. Hallo Zombie. Kuckuck. Ja. Ein bisschen baden. Eisen, 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 Eisen. Schön wären Diamanten, aber ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Kohle, 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 Kohle. Zack. Mann, was finden wir hier? Was finden wir hier? Aber wie sieht es gleich unten aus? Wenn wir erstmal in diesen dunklen Bereich gehen. Steht uns ja unmittelbar bevor. Wir sind ja gleich unten. Aber wenn wir hier fertig sind, wenn unsere Expedition irgendwann mal abgeschlossen ist, ich glaube, wir brauchen nie wieder nach Rohstoffen zu forschen. Es sei denn, wir bauen was ganz Außergewöhnliches. Naja, okay. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Kreide, Kreide, Kreide. So, wie sieht's aus? Weiter runter. Oh. Das haben wir eben übersehen. Wenn die jetzt runterfällt, ist egal. Wir heben die gleich unten auf. Boah. Vor allen Dingen diese Kreide kann man super schnell abbauen, ne? Und sie sieht schön aus.
ein Edelhaus aus Kreide bauen. Da kann man bestimmt mit dem Schießloch einiges machen. Ich habe übrigens von den Spielern, von den Zuschauern jede Menge Tipps bekommen, was man noch... Könnt ihr mal die Klappe da halten und da unten? Was ist denn hier los? Seid doch mal ruhig, ich bin doch gleich da. Beruhigt euch doch. Nein, also ich habe so viele Tipps bekommen. Hallo. Von den Spielern, die wir unbedingt ausprobieren müssen. Ich denke, da werde ich einige Folgen für brauchen, um das alles auszuprobieren, um das alles zu präsentieren. Da sind ganz tolle Rezepte bei, ganz interessante Sachen, oft Kleinigkeiten, worauf man gar nicht drauf kommt, die auch nicht immer überall im Internet stehen oder teilweise schwer zu finden sind. Jedenfalls finde ich das. Aber das ist jetzt noch nicht unser Thema. Das machen wir erst viele Folgen später, wenn wir zurückkommen. Jetzt steht unsere Reise an und es wird immer interessanter, je tiefer wir kommen. Wie viel Kreide haben wir jetzt eigentlich gesammelt? Einen ganzen Stack haben wir schon. Ein bisschen mehr sollten wir noch mitnehmen. Die sieht so schön aus und sie lässt sich so leicht abbauen. Man haut hier fast wie in Butter rein. Zack, zack, zack. Wie schnell das geht. Ich meine, wir haben natürlich auch eine coole Hacke. So ist es nicht. Huch! Können wir unsere Lager dann wirklich richtig toll füllen. Und das müssen wir dann wohl auch. So, Lava, eine nette Spinne. Die könnte doch jetzt eigentlich mal ein bisschen in die Lava springen, oder? Wollen wir denn mal in den Hintern schießen? In das Hinterteil. Zack, in die Lava. Na komm, 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 komm. Nein, sie weiß, dass Lava gefährlich ist. Spinnen sind intelligent. Spinnen sind intelligent. Sag nicht, die sind nicht intelligent. Salz. Was sollen wir mit Salz? Egal, nehmen wir mit. Und schon wieder Eisen. Mein Gott, was haben wir denn jetzt hier schon wieder? 44. Okay, das geht sogar noch. Na, unsere Schaufel macht auch nicht mehr ganz so lange mit. So. Noch mehr. Und jetzt sind wir in der Tat ganz unten. Ja. Nee, jetzt bin ich ja da. Jetzt bin ich ja da. Da musst du mich gleich wieder anzünden. Der kommt da nicht raus. Hier liegt noch ein Knochen. Pilz brauchen wir nicht. Aber ein bisschen Eisen. Und hier unten können wir eigentlich nachher unser Bett aufstellen, wenn es wieder dunkel wird. Die Tage rasen ja hier so nun dahin. Noch mehr Eisen. Hey, wieso sind hier jetzt auf einmal zwei drin? Wo kommen die denn her? Gar nicht gesehen. Ja. Da hinten geht's schon ziemlich ab, würde ich sagen. Also, ich glaube, es wird eine ziemlich üble Höhle hier. Die Monster sehen es nicht gerne, dass wir hier rumlaufen. Die wollen das lieber für sich behalten hier. Aber das werden sie wohl nicht verhindern können. Ein bisschen Gehirn. Oh, Eisen, Eisen, Eisen. Gebt mir Eisen. Huch. Huch. Ja, was ist er nu? Entweder kommst du oder lässt es bleiben. Eisen in Kreide? Creeper? Eigentlich kann der ruhig explodieren. Dann macht er das hier vielleicht noch ein bisschen frei. Huch, Enderman. Platt machen oder nicht? Ah, du kennst die Antwort, oder? Du kennst sie. Ich muss sowas einfach immer machen. Dafür müssen wir diese Höhle erstmal sichern. Spinnenauge auch mitnehmen. Spinnenauge eben schnell mitnehmen. Erstmal die Höhle sichern. Höhle sichern. Höhle sichern. Höhle sichern. Boah, wo geht denn das hin?
alles voll hier. Alles voll. Wo geht denn das hin? Eisen, Eisen bis zum Abweg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh meine Fresse. Himmel. Also hier bauen wir jetzt erstmal ein bisschen was ab. Das ist ja was. Ey, sag mir nicht... Hallo? Das Inventar ist schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Rucksack. Rein da. Rein da. Salz. Knochen. Kohle. Eisen. Meine Güte. Weg damit. Die Erde lassen wir mal. Hm. Stein oder Erde? Keine Ahnung. Erde. Gut. Weiter geht's. Na, der jetzt aber auch noch. So nicht. Naja, auch egal. Ich glaube, dass wir auf dieser zweiten Expedition sehr viel mehr finden werden, als es auf der ersten der Fall war. Sehr viel mehr. Aber wir haben schon jetzt unglaublich viel gesammelt.